Hallo zusammen. Hallo. Ich darf mich kurz auch mal vorstellen. Mein Name ist Jakob Semere, bin von der Firma Bekon und ja, darf Ihnen heute ein bisschen wieder was über OpenCV erzählen. Genau. Und vielleicht ein bisschen mal zu meiner Person auch noch mal. Ich bin seit ungefähr 2016 bei der Bekon und bin generell im Endeffekt zuständig gewesen. Und das OpenCV, worüber ich heute ein bisschen was sprechen darf, ist ein Projekt, was wir als Open Source Projekt gestartet haben bei der Bekon und ja, wo ich auch als Produktmanager quasi gestartet hatte. Und dass ich von vornherein auch direkt schon mitverfolgt habe. Aber bevor ich ein bisschen was über OpenCV erzähle, darf ich auch noch mal ein kleines bisschen was auch über unsere Firma erzählen. Also die Bekon, die hat schon 30 Jahre Erfahrung. Wir sind über circa 100 Kollegen und Kolleginnen. Wir sind über drei Standorte verteilt. Das ist Fulda, Berlin und München. Ich selber sitze in Fulda, also so ziemlich zentral. Wir sind immer noch zu 100% in privater Hand, haben über 500 aktive Kunden und haben sehr viele starke Partner. Ja, die Themen, mit denen sich Bekon im Prinzip beschäftigt, sind Digital Operations, Security Service Management, Data Center Operations, Cloud Computing und Radio Networks. In all diesen Bereichen nutzen wir oder sind wir toolunterstützend dabei. Wir nutzen meistgehend Open Source Tools, um eben diese digitalen Support, sage ich mal, zu unterstützen. Jetzt blende ich gerade an der Seite die Tools ein, mit denen wir sozusagen auf dem Markt sind und den Kunden unterstützen ja in den verschiedenen Thematiken. Genau, das war nochmal so ein kleiner Rundumblick über die Firma Bekon, aber jetzt geht es direkt in das Thema OpenCV rein. Um kurz mal OpenCV zu erklären, was ist das denn überhaupt? OpenCV ist erstmal eine Web-Applikation, mit der wir zentral API-Systeme verwalten. Dem, wo wir auch zentral sozusagen Daten verteilen. Oder das jetzt hier ganz gut in der Mitte, da ist das OpenCV-Logo und an den Seiten sind jeweils Tools dranhängt. Und ja, mit OpenCV verbindet Applikationen, das sind sogar Stichwörter, wir transferieren Daten Sehr schön, sehr schön. über die API eben, Achso, wir oh. transformieren dabei die Daten, Der ist es auch. das heißt, Mir alles. eins zu eins Daten übertragen ist ja meistens nicht möglich. Macht man ein einfaches Beispiel. Man möchte gerne einen Status von einem System in ein anderes System senden. Da muss es immer so eine Art Mapping geben sozusagen. Und das nennen wir halt dann, das ist dann halt diese Datentransformation. Wir sprengen starre Schnittstellen eben mit das Thema OpenCV. Jetzt könnte man sagen, ja, ist ja ganz nett. Das ist wahrscheinlich dann wieder so ein Plugin-Geschäft, wo wir dann sozusagen Schnittstellen einfach zur Verfügung stellen und diese Schnittstellen kann man dann nutzen. Nein, tatsächlich nutzen wir hier im OpenCV ein sehr generisches Konzept. Das will ich auch später nochmal auf der Oberfläche zeigen. Und damit sprengen wir im Endeffekt die starren Schnittstellen. Das ist ein bisschen hier in der Animation dargestellt. Wir ermöglichen Prozessautomatisierungen, indem wir eben die verschiedenen Schnittstellen auch einzeln eben durchführen lassen können. Oh, jetzt ist quasi mein PowerPoint abgestürzt. Muss ihn gerade mal wieder hochholen. Eine Sekunde. So, ich mache das mal so, dass ich das einfach mal so öffne. Das Super Apple-Nutzer. Mein kann Browser ich ist vielleicht auch an gerade der Stelle einfach abgestürzt. so zeigen. Ich hatte heute Morgen schon ein paar Probleme mit meinem PowerPoint, das ist schon abgestürzt und hatte Ach, jetzt sein gehofft, dass PowerPoint das ist auch funktioniert. abgestürzt. Dann zeige ich das einfach mal so. Wir sprengen, wie gesagt, starre Schnittstellen, ermöglichen Prozessautomatisierungen. Wir liefern Templates eben aus für verschiedene Applikationen, das heißt fertige Schnittstellen anhand von Templates. Und wir
Jakob, deine erleichtern neue Aktionen, indem wir eben. Oh, sorry, dann will ich das gerade nochmal. Danke für den Tipp. Ja, mein PowerPoint ist gerade abgestürzt. Und ja. So, probier das gerade noch. Wieder. Super. Ja, okay. Hoffe, das passt jetzt so. Ich versuche die PowerPoint einfach mal so zu öffnen, weil heute Morgen schon meine PowerPoint-Applikation öfters mal abgestürzt ist. Wahrscheinlich zu viele Animationen. Ja, das sind sozusagen die Stichpunkte. Ich wiederhole es gerade nochmal. An der Stelle, wo wir die Templates was sind Templates? Im Endeffekt sind Templates 1:1 Schnittstellen, die wir quasi anhand von einer JSON-Template, also JSON-Format sozusagen als Template ausliefern. Das, wie gesagt, das sind erstmal nur die Stichpunkte. Ich zeige das natürlich nochmal später auf der Oberfläche. Wir erleichtern dadurch auch einen Wechsel auf neue Applikationen, weil wir eben Systemmigration unterstützen können. Und wir ermöglichen individuelle Applikations-Connection. Genau, also das heißt, dass ja, wir nicht in unserem Portfolio bleiben, sondern im Endeffekt die User selber die Chance haben, ihre eigenen Applikationen sogar mit OpenCelium zu machen, einfach aus diesem generischen Konzept, den wir hier haben. Und damit das Ganze auch ein bisschen transparent ist und auch verständnisvoll bleibt, habe ich ein kleines Beispiel mitgenommen. Und zwar werde ich einfach mal zeigen, wie man eine Datenaustausch sozusagen über OpenCelium bauen kann. Dazu verwende ich heute mal andere Tools. In den letzten Jahren habe ich öfters mal mit dem Open Source Tool iDoIt gearbeitet als die CMDB-Lösung, die zentral eben die Daten beinhaltet und die dann quasi in andere Systeme überträgt. Ich würde gerne mal das Beispiel anhand eines anderen Tools zeigen. Das wäre jetzt in dem Fall Log Inventory. Ich weiß nicht, wer das alles schon kennt. Log Inventory ist ein Inventory-Tool im Endeffekt, was Asset-Daten ja, speichert von Geräten sozusagen. Und sind dann von Agenten im Endeffekt bestückt diese verschiedenen Geräte und diese Daten werden dann quasi in Log Inventory gespeichert. Und genau, diese Daten kann man auch über eine API abholen bzw. rauslesen. Die liest dann OpenCelium aus über API-Funktionalitäten und kann die dann in andere Systeme übertragen. Die Zielsysteme, die ich heute mal zeigen möchte, wären einmal das DataGary, vielleicht auch eine was Neues hier an der Stelle, und ein Jira Service Management, was eben auch als Ticketsystem funktioniert und was auch im Endeffekt eine CMDB hat intern und wo man dann halt im Endeffekt Tickets mit Config-Items verknüpfen kann und dadurch einen gewissen Mehrwert bekommt. Über DataGary muss ich nochmal ein Stück weit ausholen, weil da bin ich auch besonders stolz drauf. DataGary ist auch ein Open-Source-Projekt, das ist eine CMDB und das haben wir seit jetzt muss ich selber mal überlegen, ob das jetzt März war oder April, haben wir auf jeden Fall in diesem Jahr übernommen gehabt, das Tool. Das ist ein Tool, was als Open-Source-Projekt gestartet hat bei einer anderen Firma. Und wir haben das letztendlich übernommen und haben jetzt bei uns im Portfolio auch eine CMDB. Und genau, das werde ich aber auch gleich nochmal auf der Oberfläche zeigen. Genau, jetzt wechseln wir doch mal in das Toolset. Und dazu schiebe ich gerade mal meinen Webbrowser hier rein. Jetzt müsstet ihr an der Stelle meinen Webbrowser sehen. Das ist das OpenCelium-System, was ihr jetzt gerade hier seht. Darauf möchte ich gerne mal kurz eingehen. Und zwar hatte ich das ja schon gehabt. In OpenCelium dreht sich alles darum, um API-Systeme miteinander eben verbinden zu lassen und eben einen Datenaustausch stattfinden zu lassen. Das, was ich jetzt hier gerade zeige, ist eine Sales-Demo, die wir verwenden, um quasi ja, mal eine Kurz-Demo zu zeigen. Hier ist und verschiedene Applikationen hängen sozusagen an OpenCelium dran und sind damit verknüpft. Wir
haben OpenCilium eben so aufgebaut, dass es ja, dass das möglichst einfach ja, zu handeln ist. Das Thema ist generell ein sehr schwieriges Thema. Wir sind auch hier in dem Bereich, wo wir sagen, okay, das gibt es jetzt nicht so oft und ist echt wirklich schwer zu erklären, ist schwer zugänglich, sage ich mal, für normale User, sage ich mal. Deswegen haben wir möglichst versucht, hier von vornherein dieses Thema relativ einfach zu behandeln. Dazu haben wir auf der linken Seite nur drei Hauptmenüpunkte gesetzt. Auf der einen Seite beschreiben wir die Dinge, die verschiedenen Drittapplikationen als Konnektoren. Und was das Erste, was wir machen, ist, diese Konnektoren an OpenCilium zu verknüpfen. Und wie macht man das? Hinter einem Konnektor steckt im Endeffekt eine andere Applikation, beziehungsweise die API-Dokumentation einer anderen Applikation. Und mit einer Test-Connection, das heißt, um Test-Request auf diese API, können wir dann einen Konnektor sozusagen hier reinkonfigurieren. Als zweiter Schritt führen wir dann diesen eigentlichen Datenaustausch aus statt. Das heißt, in der Connection wird dann eben ein Konnektor mit einem anderen Konnektor verknüpft und dann wird im Endeffekt die Konfiguration gemacht. Naja, welche Daten kommen von X, vom Quellsystem in das Zielsystem und das kann dann über die Oberfläche beschrieben werden. Gehe ich gleich mal rein. Und auch als dritten Punkt haben wir Schedules. Da timen wir das Ganze, das ist unser Task Manager, wenn man so sehen will, und wo wir dann die ganzen Schnittstellen dann zeitbasiert, webhook-basiert, also eventbasiert meine ich damit, oder auch manuell eben angetriggert werden können. Ja, und dann gibt es wie bei jedem anderen Tool auch ein Admin-Interface, wo wir dann administratorische Dinge tun können, wie zum Beispiel das User-Management etc. Gut, dann wechsle ich mal hier in Connector rein. In Connector sind meine ganzen Tools, wie gesagt, die ich mal hier irgendwann mal angebunden habe. Und hier steckt dann auch eigentlich die Hauptinformation drin und das sind eben die Login-Informationen. Ich wechsle jetzt beispielsweise mal bei Log-Inventory rein und kann hier mal auf Update klicken und dann sehe ich, wie im Endeffekt die Beschreibung des Namens sozusagen, des Invoker-Files. Invoker-Files, damit beschreiben wir im Endeffekt, oder damit, also hier zeigen wir sozusagen auf das unseren API-Dokumentation. Hier verweisen wir auf unsere API-Dokumentation. In dem Fall ist es die Log Inventory 9 API-Dokumentation, die man nutzen kann. Und dann ist hier unten drunter eine kleine Description, die dran gesetzt wird. Und anhand dieser Invoker-Information wissen wir dann auch gleich, welche Authentifizierung dahinter liegt ist und wissen dann, welche Daten wir noch abfragen müssen. In dem Fall bin ich ja über ein Update reingegangen und habe hier schon Daten konfiguriert. Das Passwort sieht man jetzt hier an der Stelle nicht, einfach aus der Security heraus. Wenn ich jetzt hier beim Invoker mal reinklicke, habe ich sehr, sehr viele Systeme hier drin und kann beispielsweise auf Data Gary klicken und dann ändert sich bzw. verschwindet hier die Information und es kommt eine andere rein. Ich kann hier beispielsweise bei der Dell API mal reingehen und dann sehe ich hier, dass ein Client-ID, ein Client-Secret abgefragt wird, etc. Und so kann man halt sozusagen die Verbindung zu den Credentials und zu den Logins stattfinden lassen. Wir können dann hier kurz sagen, Test, um mal zu prüfen, ob das noch funktioniert, ja, also ob der Connector sozusagen immer noch sich authentifizieren kann in die API. Und genau. Und damit haben wir zum Beispiel erstmal schon einen Connector hinterlegt. Das Ganze habe ich schon mal vorbereitet, um ein bisschen Zeit zu sparen. Für Data Gary habe ich also auch einen Connector hinterlegt. Hier ist eben diese Information drin. Und für das letzte Tool, das war das Jira Asset in dem Fall, habe ich es auch schon vorher hinterlegt. So, das heißt, hier unsere Daten. Und dann müssen wir im Endeffekt nur noch in die Connection rein. In der Connection selber habe ich auch schon sehr, sehr viele Beispiele hier drin. Ich suche mal das Beispiel für das Log Inventory aus. Also normalerweise, ich würde jetzt mal den Standardweg gehen, wie
wie ein normaler User dran gehen würde. Er würde erstmal hier oben Add Connection reinklicken und dann kann er eben einen Titel für seine Schnittstelle eben aufbauen. Ich mache das gerne immer so, dass ich immer sozusagen das Zielsystem hier vorne dran setze, das Quellsystem und dann das mit To sozusagen in das Zielsystem lenke. Und wenn ich jetzt sage Log Inventory to Data Gary beispielsweise, dann kann ich das genauso beschreiben. Muss ich aber nicht. Ich kann hier auch eine Description noch dranhängen, um das etwas noch näher zu beschreiben, meine Schnittstelle. Dann wähle ich eben aus meiner Konnektorenliste, wo ich schon weiß, dass eben diese Verbindung funktioniert hat, aus und kann dann hier sagen, beispielsweise Log Inventory möchte ich gerne nutzen und auf der anderen Seite Data Gary. Dann öffnet sich das quasi so ein bisschen wie ein Wizard. Ich habe dann die rechte Seite offen und hier unten öffnet sich auch noch ein bisschen was. Das ist unser Connection Editor im Endeffekt. Hier oben aber noch interessant sind zwei Punkte. Einmal der Experten, einmal Expert und einmal Template. Mit Expert meinen wir quasi den Expertenmodus. Da startet man quasi bei Null mit der Schnittstelle und man klickt die quasi selber durch. Man muss sich vorstellen, die Schnittstelle ist hier quasi erstmal blank, also hier wird erstmal gar nichts synchronisiert und ich kann dann selber hier auf der Oberfläche eben sagen, welche Schnittstelle ich an der Stelle, wir haben hier so einen Editor, auf der linken Seite steht Log Inventory, auf der rechten Seite Data Gary, das heißt unser Quellsystem, da kann ich erstmal ein paar API-Methoden selber ausführen. Und wie geht das? Ich klicke hier quasi einmal rein und dann öffnet sich hier eben und dann kann ich hier genau auswählen aus meinen API-Methoden, die ich in meiner API-Dokumentation hinterlegt habe, kann ich selber aussuchen, was ich gerne ausführen möchte und dann kann ich sagen GetDevice beispielsweise und wenn ich dann bei GetDevice reinklicke, das ist also, kann man sich vorstellen, ein API-Request jetzt hier, Detail-Informationen und sehe ganz genau, was für ein Request abgesetzt wird. Also ich kann hier jeweils reinklicken und kann hier reinschauen, wie der Endpoint aussieht, wie der Header-Information aussieht und auch wie die Body-Information aussehen. Also in dem Fall ziemlich leer. Also ich forget, es ist meistens so bei der API, dass da gar nicht so viel abgefragt wird. Und genau. So. Und dann habe ich auf der anderen Seite auch natürlich meinen Response. Und jetzt wird es spannend, weil wir wollen ja quasi dann mit den Response-Werten, also mit den Ergebnissen arbeiten aus dem API-Request. Und hier kann ich dann auch gerne mal reinschauen, was da so zurückkommt. Das heißt, ich habe hier eine Idee davon, beziehungsweise ich sehe genau, was zurückkommt, weil wir eben alles in unserer API-Dokumentation ja schon stehen haben. Dadurch wird es für mich einfacher, wenn ich sozusagen den nächsten API-Call ausführen möchte oder wenn ich dann sozusagen das Mapping aufbauen möchte. Bedeutet im Endeffekt, ich weiß also, welche Felder sozusagen von GetDevice zurückkommen und kann die dann quasi nutzen, um in Data Gary eben einspielen zu lassen. Und was man logischerweise macht, ist erstmal ein Loop aufzubauen. Das ist nichts anderes als eine Schleife. Und diese Schleife nutze ich dann, um eben diesen Response-Wert, den ich vorher abgesetzt habe, aus GetDevice eben anzuklicken und dann hier per Autocomplete zu sagen, naja, was möchte ich hier gerne durchiterieren lassen? Und dann sage ich hier eben das komplette Array. Und an der Stelle kann ich dann gerne mit meinen API-Calls anfangen. Also ich sehe hier, dass das auf per Mouse-Over sozusagen auf die rechte Seite weitergeht und auf nach unten weitergeht. Das heißt, nach unten würde ich quasi innerhalb der Loop-Methode oder der Schleife sozusagen weitermachen und auf der rechten Seite würde ich sozusagen außerhalb dieser Schleife sozusagen weitermachen. Das heißt, ich möchte innerhalb dieser Schleife eben einen API-Request absetzen und dann könnte ich hier eben sagen, dass ich gerne ein Add-Object ausführen möchte. Und ich bekomme ja quasi hier ein Device und kann dann im Data Gary gerne ein Add-Object ausführen, um ein Objekt zu erstellen. Und dann muss ich hier logischerweise wissen, wie die API funktioniert von Data Gary. Das heißt, wir haben hier einen gewissen Vorteil. Der Vorteil ist, ich mache hier wirklich oder kann hier wirklich alles das machen, was ich normalerweise in meinem Skript machen würde. Wenn ich eine API oder beziehungsweise eine Schnittstelle baue, würde ich ja auch machen, ich mache ein PHP-Skript, Shell-Skript etc. Und dann würde ich da gerne, rufe ich gerne alle Informationen von meinem Quellsystem ab
und möchte die gerne in mein Zielsystem überführen. Und das mache ich ja hier jetzt auf der Oberfläche auch. Genau, das heißt, ich kann alles das, was in einem Skript passiert, auch hier über die Oberfläche machen. Und hier ist es etwas übersichtlicher als in so einem Skript, wo ich auch gerne mal Kommentare einbaue und so weiter. Aber trotzdem sehr schwierig ist zu verstehen. Hier in der Oberfläche ist das natürlich sehr übersichtlich, auch wenn aus dem Grund, weil wir es zentral halten. Dadurch, dass wir es sehr generisch hier anbieten, ist das natürlich auch zugleich etwas schwierig zu handeln. Beziehungsweise man muss hier im Endeffekt auch schon ein paar Informationen von, ja, über die API-Systeme kennen, um hier überhaupt irgendwas zu machen. Also ganz ohne Know-how wird es schwierig. Man muss also quasi schon wissen, wie DataGary oder wie die API von DataGary funktioniert. Das heißt, wir empfehlen da auch immer, dass wir sagen, okay, wenn man dann eine Schnittstelle anfängt zu bauen, dann einfach mal in die Log-Inventory-API mal reinschauen, DataGary-API und da nochmal genau schauen, wie was notwendig ist, um ja welches was zu machen eben. Also das muss man im Endeffekt bei der Schnittstelle immer. Man muss immer sozusagen Informationen einholen der API-Systeme. Genau. Ja, wir sind also sehr generisch, weil wir halt alles eigentlich hier machen können. Wir machen hier quasi nur per Mouse-Over und per Klick, Drag and Drop, sage ich mal, und können dann quasi eine Schnittstelle aufbauen. Das heißt, das ist auch schon eine fertige oder könnte eine fertige Schnittstelle sein. Und für die User, die jetzt da nicht so fit sind, haben wir auch sowas wie Vorlagen. Das heißt, wir haben für verschiedene Szenarien haben wir Vorlagen gebaut. Deswegen gibt es einmal diesen Expertenmodus da, wo man als Experte bei Null startet und selber seine individuelle Schnittstelle aufbaut. Aber wir geben auch ganz viele Templates zur Verfügung oder stellen sehr, sehr viele Templates zur Verfügung. Da muss man hier oben nur auf Template klicken und je nach Szenario geht dann hier quasi was auf. Sehe auch hier verschiedene, testet sind verschiedene Templates, die hier generiert worden sind von anderen Benutzern. Man kann hier bei Create Update mal reinklicken. Create Update Types and Objects, das hört sich auch mal interessant an. Dann wird hier auch noch mal kurz die Schnittstelle beschrieben, was hier genau passiert. Und dann gucke ich mal hier runter und dann sehe ich auf einmal, was hier schon was Fertiges aufgebaut ist. Ich kann hier quasi mal rauszoomen, um vielleicht ein bisschen mehr zu sehen. Und dann sehe ich, dass quasi aus DataGary Typen geholt werden und dann ist da so eine Intelligenz, die dann quasi eine Schleife baut und dann gibt es hier ein paar If-Abfragen, um wahrscheinlich zu prüfen, ob es diesen Typ schon gibt oder nicht und dann baut er eben Objekte auf oder updated Objekte. Also das ist so ein bisschen der Algorithmus dahinter und den kann man da schon 1:1 so benutzen. Und der Vorteil bei diesen Templates ist eben, dass diese dann vielfältig verteilt werden können. Wir haben dann sowas wie ein Service-Portal für Subscription-Kunden jetzt in dem Fall, wo wir halt so welche Vorlagen bereitstellen und diese Vorlagen kann man dann einfach in seinem OpenCLIM-System hochladen und dann einfach direkt nutzen. Der Vorteil hier ist natürlich, dass man hier auch an der Stelle selber modifizieren kann. Also man muss die Schnittstelle nicht so nehmen. Man bekommt erstmal den Use-Case sozusagen und kann den noch abändern. Ja. Und dann kann ich also hier in jede einzelne API-Methode selber nochmal reingehen und genau gucken, was hier denn konfiguriert worden ist. Da sieht man hier so farbige Kästchen. Das sind im Endeffekt dann das Datenmapping im Endeffekt. Wir können aus dieser Farbe hier heraus erkennen, dass ein Attribut an diese Property sozusagen verknüpft worden ist und bei der Übergabe, dass da was passiert. Und es öffnet sich sozusagen das Enhancement auf der rechten Seite. Das heißt, bei der Datenübergabe kann man sozusagen den Wert noch modifizieren. Genau. Und hier oben kann man dann nochmal auf diese Referenzinformation eingehen und dann sieht man auch ganz genau, naja, wie die Farbe denn hier unten zu sehen ist. Also welcher Response-Wert sozusagen, aus welcher Farbe sozusagen existiert bei den GetTypes, bindet mit diesem Feld sozusagen. Und dann hat man auch eine kleine Übersicht, wie das Mapping eben gestaltet worden ist. Ich kann hier jederzeit eben zu einer Property auch andere Werte hinterlegen. Da klicke ich einfach nur hier drauf bei Plus und
kann dann hier sozusagen über meinen Referenzbrowser, das ist also das, alle Methoden, die ich vorher mal aufgeführt habe, oder alle API-Requests, die ich vorher mal ausgeführt habe, kann ich dann hier einfach anklicken und dann kriege ich per Autocomplete, weil ich ja die Response kenne, sozusagen, einfach per Autocomplete dann selber auswählen, was ich denn hier für eine Property dran klemmen möchte. Also es ist, wir haben da schon versucht, möglichst viel zu vereinfachen. Und ja, wer die letzten Jahre in diesem Track hier mit dabei war, der hat wahrscheinlich jetzt, sieht auch wahrscheinlich schon die Änderungen, die wir jetzt schon hier so gemacht haben, also in den letzten 3 Jahren, wo wir eigentlich so auf dem Markt losgegangen sind, beziehungsweise auch das Open Source Projekt quasi freigegeben haben, ist viel passiert. Wir haben viel gelernt und dadurch haben wir das sehr, sehr komfortabel gemacht. Aber klar, wir haben noch auf jeden Fall viel vor. Gut, ich hatte was vom Serviceportal erklärt, das ist also jetzt nochmal ein Plus. Das heißt, das ist ja die eigene OpenSelium-Instanz, die man dann bei sich selber aufsetzen kann. Wir haben für Subscription-Kunden auch sowas wie ein Serviceportal, das heißt unter service.openselium.io bekommen dann die Kunden quasi. Und hier haben sie dann eben die Möglichkeit, noch die Downloads zu erhalten. Das sind halt so fertig kompilierte Downloads, also quasi noch nicht komplett, also nicht aus den Rohsourcen sozusagen, nicht aus dem GitHub raus, sondern alles fertig gepackt, schon mal in so eine ZIP. Und dann gibt es hier so einen Punkt Marketplace, ich springe da kurz mal rein, und da haben wir dann diese ganzen Konnektoren, die wir mal durch Kundenprojekte gewonnen haben oder sonstig, aus sonstigen Wegen sozusagen auf an uns gelangt sind, hier mal im Marketplace hochgeladen und die kann der Subscription-Kunde dann im Endeffekt einfach downloaden und seine OpenSelium-Instanz dann nutzen. Und wenn ich jetzt hier mal renke, dann auch zu verschiedenen, also einmal Konnektoren selber und dann sehe ich hier verschiedene Use Cases, die sind dann halt immer mit so Kreisen dargestellt und hier sind ganz, ganz viele Templates sozusagen, also oder Use Cases quasi oder Schnittstellen, die man dann auch einbauen kann. Hier kann man in die Beschreibung mal reingucken und kann reinklicken und dann sieht man im Endeffekt auch nochmal diese Darstellung hier, die erstmal vielleicht nicht so viel Informationen übergibt, aber durch die Description vielleicht dann erkennt, was genau da passiert. Damit muss man ein bisschen sich auseinandergesetzt haben. Wir haben da natürlich einen eigenen Ausgang kreiert, wo wir sagen, okay, mit dem gehen wir jetzt. Wichtig ist einfach, dass wir hier sozusagen Vorlagen zur Verfügung stellen für Subscription-Kunden, aber auch interessant für nicht also alle ganz normalen User, sage ich einfach mal. Man kann jederzeit auch seine eigenen Templates erstellen, indem man hier unten auf Template, kann man hier eben per Add Template sagen, naja, das, was ich jetzt hier oben konfiguriert habe, soll mal bitte als Template in meine Datenbank irgendwie gespeichert werden und das ist dann im Endeffekt ein JSON-File, den ich auch selber vervielfältigen kann oder beziehungsweise auch freigeben kann und ja, genau. So, wenn man das quasi hier speichern, das habe ich wie gesagt schon vorbereitet, gespeichert. Ich kann mal kurz mal reinklicken. Wo war das? Genau, Log Inventory zu Data Gary. Da kann ich also reinklicken. Genau, dann öffnet sich das hier wieder. Und in dem Fall haben wir sogar ein bisschen mehr gemacht. Ich habe sogar noch viel größer gebaut. Und zwar habe ich das auch so gemacht, dass man anstatt nur von nur Objekten sozusagen, die synchronisiert werden, auch Typen sozusagen und Kategorien und so weiter werden da aufgebaut. Und wenn man jetzt mal hier rauszoomt, dann sieht man schon, wie groß das Ganze ist. Sieht aus ein bisschen wie so ein U-Bahn-Plan. Aber beschreibt dann im Endeffekt die komplette Schnittstelle. Und genau, da kann ich an jeder Stelle irgendwelche Sachen tun. Aber wie gesagt, das geben wir als Template so frei und kann dann automatisch genutzt werden. Und genau, am Ende des Tages möchte das Ganze nur einplanen unter meinem Schedule-Board, da kann ich einen Grund-Tab hinterlegen und oder ich kann auch jederzeit so eine Art Webhook generieren, das ist eine URL sozusagen, eine eindeutige URL, die dann erzeugt wird, die ich dann nutzen kann, um genau diesen Job auszuführen, oder ich kann den jederzeit auch manuell ausführen. Hinter jedem Job kann man auch Nachrichten anklemmen, das heißt, dass ich dann benachrichtigt werde, wenn ein ja, eine Schnittstelle durchgelaufen ist.
Genau, ja, das erstmal so viel zum Thema OpenSelium. Ich werde auch gleich mal das Szenario zeigen, wie dann Dinge tatsächlich in andere Systeme synchronisiert wird oder werden. Dazu aber kurz auch nochmal auf die anderen Tools kurz mal eingehen, damit man so ein bisschen auch den Use Case nachvollziehen kann. Also ich springe hier gerade mal zurück. Das war das eigentliche Thema OpenSelium, was ich gerade erklärt habe. Und jetzt möchte ich gerne aus Log Inventory, aus dieser Datenbank, eben Daten nach Data Garry überführen. Und dafür öffne ich jetzt einfach mal Data Garry. Also wie gesagt, Data Garry ist auch nochmal ein anderes Tool, ist eine CMDB-Lösung, ist bei uns im Portfolio drin, ist Open Source. Da können wir gerne mal im Nachgang gerne mal das auf der Webseite mal besuchen. Dafür haben wir verschiedene Installationsformate erfolgen und das kann gerne benutzt werden. Was ist so das Besondere an Data Garry? Ja, CMDB-Lösungen gibt es ja relativ viele jetzt mittlerweile. Was wir hier an der Stelle mit Data Garry haben, ist, dass diese CMDB eben bei null anfängt. Also es gibt keine Datenstruktur vor. Das heißt, wenn ich das installiere, sieht das genauso aus, wie das aussieht. So ziemlich leer. Ich habe hier vorne ein Dashboard und wenn ich jetzt hier auf Add Object klicke, auf der linken Seite, dann sagt er dann erstmal, okay, Select Type, also den Typen des Objektes, also welche Art von CI-Klasse das haben soll, das Objekt, was gerade erzeugt werden. No Item Found, das heißt, ich kann hier überhaupt keine Objekte erstellen. Ich muss also erstmal quasi diese ganzen Typen erstellen und das kann ich hier oben eben, indem ich da oben reinklicke und dann sieht man hier Types und Categories. Das heißt, ich kann hier einen Typ erstellen und kann dann hier eben beispielshalber sagen Computer und wähle nochmal dann dazu das Label aus, also was dann da in der Darstellung ist, oben hier quasi die Eindeutigkeit und kann dann hier unter Content die Felder darstellen, also die Felder, die ich gerne in diesen Typen dargestellt werden haben möchte. Also beispielsweise, ich möchte gerne den Typen Computer erstellen, diese CI-Klasse Computer und kann dann die notwendigen Feldattribute sozusagen dahinter legen. Und wie mache ich das? Die Section erstmal aufbauen. Die Section ist quasi der Bereich der Datenfelder, wenn man so sagen kann. Und dann kann ich die eigentlichen Felder in diese Section eben reinpacken. Und dann kann ich sagen, ich möchte gerne ein Textfeld hier erstellen. Und diesem Textfeld gebe ich einfach den Namen Name. Und kann hier noch sogar noch eine Regex-Prüfung für die Validierung des Feldes eben generieren. Kann es aber auch lassen. Genau. Und wenn ich das dann gemacht habe, dann kann ich sogar noch weitere Felder hinzufügen. Ich mache das jetzt mit Namen und von mir aus. Genau, und dann kann ich sagen Next. Und ja, dann gibt es hier noch ein paar Möglichkeiten, die ich einbauen kann, aber ich sage jetzt einfach mal Next und speichere das Ganze. Und dann sehe ich auf der linken Seite so einen uncategorized Typen. Und ich kann jetzt ein Objekt erstellen. Wenn ich jetzt hier reinklicke, dann steht Computer eben zur Auswahl da. Ich möchte gerne im Computer was einbauen. Dann sehe ich eben Name 1, Name 2. Also das ist sozusagen die Datenstruktur, die ich hier wiederfinde. Genau. Und Uncategorized steht einfach dafür, dass man noch diese ganzen Typen nochmal kategorisieren kann in sogenannten. Das heißt, ich könnte jetzt hier sagen, ich möchte gerne eine Kategorie bauen, die Hardware heißt. Und kann auch dem den ganzen einen Namen geben. Und jetzt sehe ich hier oben, dass Hardware drin ist. Und jetzt muss ich sozusagen diesen Typen hier rein assignen. So, nun muss ich gerade gucken, wie das selber ging. Edit. Muss man hier die Typen reintragen. Und genau, dann ist es sozusagen da unten drunter liegend. Okay, das ist alles schön und gut.
Aber ich möchte jetzt an der Stelle zeigen, wie man durch OpenSelium eben diese ganzen Sachen automatisiert eben automatisiert erstellen kann. Und dazu gehe ich auch jetzt gleich mal in Log Inventory rein. So. Genau, das ist Log Inventory und Log Inventory, wie gesagt, ist ein Inventory Tool, wo Informationen automatisch per Agentenjobs sozusagen gesammelt werden und in den Log Inventory Server gepusht werden. Das so mal ganz kurz gesagt. Natürlich kann Log Inventory viel, viel mehr. Darauf will ich aber heute nicht eingehen, weil hier kann man nur ganz kurz die Informationen als Tabelle dann eben dargestellt bekommt. Und hier sind schon so ein paar Testdaten drin. Und zwei von diesen Testdaten habe ich auch meinen Namen hinterlegt mit der Domainerkennung Bacon und der J.Semere. Das ist also mein Name hier an der Stelle. Und dann sind hier noch verschiedene andere Dummy-Daten. Und aus diesem Datenpool möchte ich jetzt gerne das Ganze nach Data-Gary synchronisieren. Das würde jetzt quasi eine Art Migration darstellen. Und das kann ich eben über OpenSelium, über so einen einfachen Job. Jetzt bringe ich quasi hier wieder rein und suche eben nach diesem Data-Gary-Job. Und da habe ich hier einen Job, der hat darauf gebaut, um immer mal zu testen. Das nennt sich Clear Database. Damit kann ich erstmal sozusagen diese Datenbank hier clearen. Wenn ich jetzt hier reinklicke, dann sehe ich, oh, er startet wieder bei 0, also alle Kategorien sind rausgelöscht und kann dann quasi über diesen Job hier, der ausgeführt wird, ja, die Dinge nach Data Gary jetzt synchronisieren. Wenn ich jetzt hier mal reinklicke, dann genau sieht man hier, dass erstmal zwei Typen erstellt worden sind. Die müssten jetzt auch gleich auf der linken Seite dargestellt werden, genau. Dann acht Typen. Ich sehe, ein User wurde erstellt, also ein User-Objekttyp. User ist hier in dem System drin, so rum. Genau, und dann kommen irgendwann auch die Objekte rein. Was man jetzt hier sieht, ist komplett per API sozusagen wird diese Datenbank von null aus aufgebaut. Das ist sehr gut. Ich habe jetzt hier beispielsweise meine Person an die Schnittstelle. Da kann ich reinklicken und ich habe sogar die Möglichkeit, dann quasi eben so Verknüpfungen darzustellen über Data Gary. Und hier kann man das ganz gut sehen. Ich habe meine Person sozusagen als Owner dargestellt und auch erstellen lassen und kann dann jetzt hier sehen, dass ich diese Person eben ein Desktop zugewiesen habe und ein Notebook, was wiederum auch eine Verknüpfung zu einem Objekt ist. Also das ist ja der Vorteil einer CMDB, dass man halt viel mit Relation arbeitet. Und wenn ich da reinklicke, dann kann ich auch mir genau dieses Gerät mal anzeigen lassen, diesen Desktop, und die Datenfelder sehen. Das heißt, all diese, also nicht nur die Typen wurden erstellt, sondern auch die ganzen Attribute wurden erstellt, die ganzen Felder, so wie ich das gerade manuell dargestellt habe, was man gesehen hatte, das habe ich jetzt alles quasi per API, also alles in diesem Algorithmus sozusagen. Ich klicke hier nochmal rein, was das ganz Große jetzt, was ich gezeigt hatte, das habe ich alles da gemacht. Das heißt, hier wird am Anfang erstmal werden Kategorien und Typen erstellt, geprüft und so weiter. Dafür sind ein paar API-Requests notwendig, um das immer mal gegenzuchecken. Und auf der anderen Seite dann hier stattfinden diese ganzen Objekte aufgebaut und auch geupdatet. Das heißt, ich kann auch zu jeder Zeit Änderungen sozusagen dann damit synchronisieren. Und dann sehe ich hier unten werden eben so Namen definiert und diese Namen sind quasi eins zu eins die Namen, die ich aus Log Inventory gezogen habe. Hier gibt es eine Spalte, die nennt sich Chassis Type. Also Log Inventory findet so eine Art Typ sozusagen oder erkennt Typen und genau diese Typen nutze ich dann im Endeffekt, um diese dann nach Data Gary zu synchronisieren. Genau, und das ist halt eben diese Typenliste. Und dann kann man halt hier zwei Kategorien erstellen und die dann davon trennen sozusagen. Genau. Jetzt höre ich mich gerade doppelt. Hallo, hallo. Okay, ich mache einfach mal weiter.
Also, das nächste wäre das hier. Und zwar machen wir ein zweites Szenario. Hier aus Log Inventory möchten wir jetzt Daten Richtung Jira Service Management senden. Genau. Und dafür möchte ich gerne mal Jira Service Management zeigen. Dafür habe ich auch eine Demo. Das ist diese hier. Die hatte ich in dem letzten Webinar auch mal gezeigt gehabt. Also hier ist es so, dass das Jira Service, deswegen steht auch hier Webinar, dass es wie ein Ticketsystem funktioniert und ich kann halt über dieses Ticketsystem auch die Jira Asset API nutzen. Also es gibt es nur in dieser Jira Cloud Version, dass man so eine Jira Asset API auch noch dazu bekommt und diese Jira Asset API kann man wiederum mit den Jira Service Desk verknüpfen. Wer dazu detaillierte Fragen hat oder sowas, kann gerne mich auch mal direkt mal anschreiben und so weiter. Am Ende zeige ich nochmal des Webinars meine Kontaktdaten, da kann ich das nochmal tiefer erklären, aber so ist es erstmal. Und bei Jira ist das so, dass die auch quasi dann ein so benutzerdefinierte Felder konfigurieren können und dafür habe ich dann ein benutzerdefiniertes Feld Log Inventory aufgebaut für ein Ticket und dann kann man hier Geräte verknüpfen. Und diese Geräte, die man hier verknüpft, also diese Geräte, die jetzt hier dargestellt werden sollten, sind eigentlich Dinge, die dann über die Jira Asset API konfiguriert worden sind. Aktuell noch nichts. Ich habe also dieses Ticket selber aufgebaut. Ich bin hier der Autor und möchte gern ein Ticket verknüpfen. Jetzt ist es so, beim Helpdesk ist es ja doch ein Stück weit eine Hilfe, wenn ich dann aus einer CMDB die Information erhalte, naja, welcher User, jetzt in dem Fall ich, ich hatte ja gesagt gehabt, dass ich hier zweimal schon hinterlegt worden bin. Also ich bin jetzt der Autor dieses Tickets und ich habe jetzt hier zwei Config-Items bzw. zwei Geräte zugewiesen. Also ist es den Helpdesk-Mitarbeiter schon für ihn interessant zu wissen, naja, welche Geräte diesen Benutzer halt zugewiesen sind, um diese dann mit dem Ticket zu verknüpfen und dann einen gewissen Mehrwert, Erleichterung der Ticketbearbeitung zu erhalten. Und das kann man eben machen, indem man halt eben diese Datenbank befüllt und dieses Wissen mitgibt. Und dafür habe ich auch schon einen Job quasi vorbereitet. Das ist eben das Log Inventory to Jira Asset. Ich klicke auch mal hier rein. Jira hat eine relativ einfache API, eine sehr gute API, finde ich, wo man durch einen API-Call schon beide Statements setzen kann, also das Create und Update von Typen. Das heißt, wenn sich die Typkonfiguration ändert. Auf der anderen Seite habe ich das Create und Update Asset drin. Das heißt, über ein API-Call kann ich Create und Update-Prozess gleichzeitig ausführen und auf der anderen Seite auch für, ne, für das Asset selber. Sehr interessant und erleichtert das Ganze natürlich. Und genau, wenn ich das Ganze jetzt mal ausführe, genau, such mal nach Log Inventory to Jira Asset API. Dann lasse ich das mal laufen. Genau. Und dann sollte man hier an der Stelle, wenn ich auf Geräte verknüpfen, schon per Suche, genau, direkt diese Geräte sehen. Das heißt, im Hintergrund wird der Datenbank befüllt, dieser Jira Asset API, die wiederum mit diesem Feld verknüpft ist. Ist auch keine große Konfiguration, das kann man relativ schnell machen. Kann ich euch gerne da mal, wie gesagt, einfach anschreiben oder sowas, dann kann ich gerne auch mit detailliert mal erklären, wie das Ganze funktioniert. Interessant ist dann, dass man hier als allererstes dann durch meine Informationsdaten eben meine Assets zuerst sieht. Ich kann generell als Helpdesk-Mitarbeiter alle Assets sozusagen verknüpfen, aber hier ist es natürlich eine Hilfe, wenn ich auch meinen Namen nach unten drunter sehe, dann weiß ich ganz genau, okay, das muss einer von den beiden sein. Und dann ist das so eine Liste von eben maximal 10 Geräten, die in der Autovervollständigung dargestellt werden. Aber wenn ich jetzt hier beispielsweise auch Dinge eingebe, dann wird beispielsweise alles, was mit V zu tun hat, eben gestartet, dargestellt. Sage ich mal, okay, der D-Light soll bitte mal hier dran verknüpft werden. Also es ist ja dieses Asset hier mit diesem Ticket verknüpft. Und was man hierbei, das ist jetzt nochmal ein Plus, was man hier bei Jira noch zusätzlich machen kann. Die haben hier so eine Programminterface und dann kann man hier per, das ist so eine Meta-Beschreibung im Endeffekt, kann man hier noch Datenwerte sogar noch darstellen von diesem Asset. Und das ist sehr individuell. Das kann man sich dann selber entscheiden. Interessant ist natürlich, dass man durch die Schnittstelle dann halt diese Daten befüllt hat. Man erkennt auch hier, wie viel
sozusagen mit diesem Asset verknüpft sind. Und man kann hier jederzeit auch per URL, also so ein Backlink sozusagen, dann in das Log Inventory Interface reingehen, um sich dann zusätzlich mehr Informationen anzuzeigen. Also das ist jetzt mal so ein Zusatz. Normalerweise, wenn man sich eine Schnittstelle baut, guckt man, dass man nicht redundant in zwei Systemen hält, sondern möglichst immer so ein Backlink baut, wo man dann sozusagen nochmal per URL auf das Gerät draufkommt und noch mehr Daten dann sozusagen darstellen kann und aus diesem Gerät. Genau, und das würde ja im Zweifel dann schon reichen. Das war im Endeffekt schon das zweite Beispiel, wie gesagt, wo man OpenCL nutzen kann. OpenCL auch hier immer wieder gezeigt als diese zentrale Unterstützung quasi, dass ich alle meine API-Systeme hier sozusagen verwalte, updaten kann, in einer im Blick habe und, vervielfältigen kann. Man kann viel mehr Dinge machen mit OpenCL. Man kann beispielsweise Schnittstellen duplizieren. Wenn ich jetzt zum Beispiel zu einem System mehrere Schnittstellen bauen möchte und alle immer diesen Grundbasis an Schnittstelle hat, dann kann ich das gerne duplizieren und ja, so welche Dinge gehen dann halt, wenn das so mit Funktion bestückt ist, sage ich mal. Genau. Okay, ich gehe gerade mal auf meinen PowerPoint-Folien wieder zurück. Will kurz nochmal, also jetzt hier an der Stelle weitermachen. Wir haben relativ viele Konnektoren, was man hier sagen kann, das ist nur eine ältere Ansicht sozusagen an Konnektoren, die wir gewonnen haben. Wir haben mittlerweile aber auch schon einen Generator gebaut, der, sage ich mal, automatisch OpenAPI-Formate, beispielsweise Swagger, so Standardformate eben in unseren benötigten Format umwandeln kann. Das heißt, dadurch ist so nochmal eine große Vielfalt an Konnektoren nochmal dazugekommen. Und man kann sich als Kunde das gerne auch selber nutzen. Da kann man über unseren Serviceportal beispielsweise einfach unseren Generator benutzen und dann quasi seinen eigenen Connector generell schnell aufbauen. Naja, geben wir mal kurz einen Blick auf die Roadmap, was wir noch so alles vorhaben. Ich sehe gerade, dass das alles noch nicht so ganz überarbeitet ist, aber ich kann das vielleicht nur mal kurz mal selber anschneiden. Und zwar haben wir jetzt vor, bis Q3 23 noch unsere Smart Notifications reinzubekommen. Das ist nochmal so ein Thema, wo wir eben nach Slack oder nach Teams und so weiter noch Notifikationen schreiben wollen, also Benachrichtigungen, also wie viel Updates sind tatsächlich erfolgt etc., dass man so welche intelligente Benachrichtigungen nochmal bauen kann. Wir haben den Action Panel vor, den habe ich gerade schon gezeigt gehabt, da will ich jetzt gar nicht zu tief drauf eingehen. Ist jetzt nur, dass die Buttons sozusagen alle an einem Platz positioniert worden sind und dass man den schlauerweise besser nutzen kann. Und dann haben wir zu guter Letzt noch so ein Activity Log, weil wir den Support, den wir jetzt noch da machen für Kunden in OpenCL sehr, sehr schwierig ist. Weil da geht es ja halt immer um Systeme, Drittsysteme, wo eine Schnittstelle gebaut ist. Und wenn jetzt ein Kunde sagt, naja, meine Schnittstelle funktioniert nicht, na, wo will man denn anfangen zu supporten? Und deswegen wollen wir halt so eine Art Activity-Log generieren, die keine sensible Daten uns zurückspiegelt, sondern nur eine Art von, letzten Schritte, die zu diesem Fehler geführt haben, um dann vielleicht dadurch einen Mehrwert oder dadurch besser zu unterstützen. Genau, und dann haben wir bis zum Ende des Jahres, das ist dann Q4, vor, unsere große 4.0 rauszubringen. Und da wird zum einen noch unsere Datenbank, Relationsdatenbank in MongoDB sozusagen migriert. Das heißt, wir können uns von Neo4j als Datenbank dann verabschieden, was uns gerade noch ein bisschen Bauchschmerzen gemacht hat. Wir wollen mit globalen Parametern starten, also dass man in Schnittstellen irgendwo globale Parameter festlegen kann und die dann immer wieder verwenden kann, um redundanten Code sozusagen auch ein Stück weit rauszunehmen. Und dann haben wir natürlich auch vor, die Integrationen Message Queuing Dienste sozusagen aufzubauen. Das heißt, dass diese ganzen Jobs sozusagen können über so welche, über einen Queuing Bus sozusagen.
So, jetzt mache ich noch schnell, weil ich eigentlich schon durch sein müsste. Und zwar, unser Community-Support ist in Slack. Da kann man über opensilium.slack.com sich gerne mal anmelden und dann auch bei uns mit in den Community-Support mit sprechen. Und demnächst auch in Discord wechseln, von Slack in Discord, um das Ganze noch mehr zugänglicher zu machen. Ja, hier habe ich noch eine kleine Aufstellung unserer Subscription. Also das ist Open Source. Wir haben alles, was ich heute gezeigt habe, alles in Open Source. Was wir in Subscription anbieten, sind halt nur so Sachen wie, naja, vorgefertigte Templates, also die Use Case und so weiter und so Nachfragen. Also natürlich stellen wir auch hier einen gewissen Support. Und da gibt es halt verschiedene Konstellationen. Aber also in diesem Standardformat haben wir eigentlich alles in der Open Source Variante unter GitHub. Kann man das sich runterziehen, alles zur Verfügung. Dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Fragen, dann bitte fragen. Und ansonsten hier, wie gesagt, meine Kontaktdaten. Jederzeit bitte anschreiben, wenn es interessiert. Gerne auch anrufen, kann man auch mal fachsimpeln. Wir haben nächste Woche Donnerstag auch ein Meetup hier in Fulda. Das wäre von Kiel aus, ich weiß nicht. Gut, sind vielleicht auch Leute jetzt gerade drin, die jetzt nicht in Kiel wohnen. Aber in Fulda machen wir ein Meetup am Donnerstag. Wer noch Lust hat, kann gerne mit dazukommen zum OpenSilium. Da kommen auch sehr, sehr viele User mit dazu. Ist jeder eingeladen. Gerne einfach bei uns melden und dann vorbeikommen. Gut, ich glaube, ich wäre mit meiner Zeit soweit durch. Dann verabschiede ich alle, wenn keine Fragen mehr sind. Und wie gesagt, einfach meine E-Mail verwenden, wenn was sein sollte, erkundigen und sich melden. Alles klar, macht's gut und noch viel Spaß.